Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Space Engineers mit dem guten Valkyrie. Einen schönen guten Tag, hallo. Wir sind aus der Kryokammer raus. Nee, ich nicht, ich gehe jetzt mal raus. Ich bin raus. Oh, die Welt, der Mond geht gerade unter. Ach, Well. Und, oh. Well, drück mal G. Ja. G? Wow. Ja. So, also, gute Nachrichten. Wir haben uns vom Nitrato-Server verabschiedet, weil wir konnten da echt keine Mods installieren. Ja. Und die Kryokammer hat übrigens auch nicht funktioniert auf dem Nitrato-Server. Also ich habe mich vorhin eingeloggt und hatte wieder meine Sachen verloren. Dabei haben wir uns doch, oder? Wir waren überlegen, ich habe jetzt nicht mal in die Folge geguckt, aber die hat uns beide ausgeloggt. Ja, ich meine, es wäre auch Quatsch gewesen, wir bauen eine Kryokammer in der letzten Folge, machen die über Stunden statt, klar, quasi, und, und dann plötzlich nutzen wir die nicht. Das wäre komisch gewesen. Also da können wir uns auch beide, und vor allen Dingen, er merkt sich jetzt auch den Helm, ob der auf oder zu ist, finde ich im Übrigen auch sehr schön. Oh, Tatsache, stimmt. Ich habe meinen Helm das erste Mal auf, wenn ich mich anlogge. Nicht auf, meine ich. Ach, well. Also wir haben größere Baupläne. Ich habe das Schiff mal umgebaut. Erstmal vielen, vielen lieben Dank nochmal für die vielen Hinweise. Ach, ich habe es jetzt noch nicht geschafft. Wir haben jetzt Montagnachmittag, mich nochmal vorher solo ausgiebig mit dem Spiel zu beschäftigen. Ich versuche das jetzt mal nachzuholen und vielleicht jetzt auch über die Woche, wo jetzt, also vor Ostern, weil ich habe halt mal frei. Ah, das wird. Aber ich habe mein Schiff hier mal umgebaut. Mhm. Ich habe seitlich nur noch die kleinen Manövriertriebwerke, habe jetzt doch 6 genommen. Ich hatte es eben mit reingetestet. Das ging, naja, wenn der große da dran hängt, ist vielleicht schwerer. Habe die jetzt so gebaut, dass der Strahl nicht mehr gegen einen Block geht. Mhm. Hab also den hier nach vorne extra gesetzt, den anderen nach hinten, damit müsste das passen. Und die beiden hier an der Seite. Schön. Also da dürfte jetzt auch nichts mehr verbrennen. Also ich habe den habe ich jetzt hinten und dafür habe ich den, der rückwärts geht, nach vorne gesetzt. Der war vorher hier neben, weißt du? Die waren beide hinten. Ah, ja. Und dann hast du natürlich, wenn du den einen drehst, den Strahl dann Richtung Schiff, ne? Das ist natürlich dann schlecht. Sieht ein bisschen unorthodox jetzt aus, aber hat irgendwie auch was, finde ich. Also ich finde, das kann man so lassen. Das ist gut. Ja, finde ich auch. Schaut auch nett aus, wenn man so drunter steht. Oh, mit den Triebwerken hier an der Seite, mit den Sechserreihen, ja. Schön in Reihe geschaltet. Gefällt mir. Ist nicht viel anders, aber das habe ich jetzt, wie gesagt, mal umgebaut. Wirkt also, aber gleich viel hübscher. Da wollte ich der Community nicht ohne Änderung unter die Augen treten. Okay. Ja. Ich transportiere mal eben das große Ding da eben rüber. Ja, dann geht's weiter bei mir. Im Übrigen merkt er sich jetzt auch, was du dir in den letzten Folgen unten in die Schnellleiste reingezogen hast, was ich auch sehr, sehr geil finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich mir im Schiff überhaupt noch nichts reingezogen, das sollte ich vielleicht mal machen. Genau, weil jetzt merkt er sich nämlich den ganzen Plunder. Wie kann ich jetzt eigentlich P unten in die Leiste ziehen, das An- und Abdocken? Wenn ich G drücke... Ach, du meinst vom... Genau, wenn du G drückst, dann siehst du jetzt alles, was im Schiff ist, was du nutzen kannst, links in der Leiste, ne? Ja, die ist faster, ja, genau. Du kannst zum Beispiel deine Triebwerke ausschalten. Und Lichter, genau. Warte mal, Lichter mache ich mal eben. Das Lichter an- und ausschalten, jetzt ist an. Block umschalten, an, aus. Ja, da geht viel. Verringern, Signetierung, erhöhen, boah, echt krass. Mhm. Da kannst du richtig geile Sachen mit diesen Dingern machen. Und vor allen Dingen, wenn du eine Antenne hast, kannst du dann Hangar, Schleusen öffnen, verschiedenartige. Oder kannst beispielsweise über die Fernsteuerung die dein Schiff in eine Art Schutzmodus schalten oder sowas. Und dann halt Shots schließen zum Beispiel. Ach, da kannst du so viel Zeug machen. Da kann man... Oder du kannst einen programmierbaren Block auslösen. Ah, Licht an, aus. Ja, cool. Okay, ja, ich teste gerade. Genau, also kannst du dann zum Beispiel auch einen programmierbaren Block starten, dass zum Beispiel das Schleusentor quasi dekomprimiert wird, also dass die Luft rausgezogen wird. Und bevor dann der Timer beginnt, dann hängst du noch einen Timerblock ran. Müsste ich dann das Landing Gear da unten reinziehen? Da will ich, nee, du ich musst, möchte, du willst, die willst P-Taste du, möchte ich umlegen. Die was? Wie kann ich das die machen? Die P-Taste? Für den Verbinder, ne? Hast du den Verbinder in irgendwo? Ja, bestimmt. Weil da kannst du nämlich auch Ver- und Endriegeln toggeln machen. Ne? Ah, okay, das ist es. Jetzt die Frage, ist es Connector 6 oder ist es Connector 7? Mach mal einen Verriegeln. Warte mal eben, Block umschalten, verriegeln. So, mal 2.
hat sich nichts geändert. Nee, kannst du mal Block an ausschalten mit demselben Block nochmal machen? Ja, nochmal, Sekunde. Connector 6, Block an- und ausschalten. Das ist der obere. Boom. Ja, ja, alles klar, super. Mega, ne? Okay, ah, dann lande ich erstmal und dann benenne ich den gleich mal eben um. Genau. Ah, so. Alles klar. Ah, da well, es schaut episch aus, wenn du mit dem Ding unterwegs bist. Also muss man. Oh, der Sonnenaufgang dazu. Ach, well, bleib so. Dann muss man ein Foto machen. Für die, weißt schon, für unser Album. Ja. Gut, okay. Auch, mit dem Sonne. Oh, das sieht geil aus. Ja. Geil, ne? Sehr schön. Ja. Okay, well. Mich nochmal ranheben, das sieht dann noch besser aus. Alles klar. So, okay. Mal gucken, wie ich den jetzt. Die Sonne geht richtig schön gerade auf. Ich liebe das, wenn die Welt hier so in die ersten Farbtupfer getaucht wird. Ah, das gefällt mir. So. Du drehst auch jetzt richtig schön sportlich, Well. Ja. Gefällt mir, wie du das tust. Ich habe gerade ein Problem hier anzudocken, richtig gescheit. Ja, ich kann dich einweisen. Ja, schaut gut aus. Ein bisschen nach vorne noch. Ja, Schlückchen ja, nach links. Nach vorne kriege ich aber nach stimmt, ja, Stückchen nach links. Runter. Ja, jetzt. Einfach P oder? Nee, die Taste unten in der Nuff-Leiste. Ja, die habe ich ja noch nicht drin. Ach so. So, fahr mal. Für 7 Connector 7 mache ich mal eben. Verriegeln, Entriegeln, Sperrschalter. Verriegeln, okay. 7. Jo, passt. 1. Oh, das ist super. Schaut immer noch sehr, sehr mega aus, wenn du mit dem riesen Kübel da wegfliegst. Im Übrigen ist der auch fast leer. Du musst auf deine Batterie aufpassen. 34 Minuten, ja. Okay, nee, weil der zieht ja auch jetzt permanent Energie raus, um sich selber aufzuladen. Ich probiere nur gerade mal ein bisschen Fliegen aus, ja? Fly away! Und dass ich so gedriftet bin, lag unter anderem auch daran, dass ich wohl eine extreme Schräglage hatte. Ich sollte da mal öfter auf den künstlichen Horizont achten, haben sie mir auch geschrieben. Aber wobei, das war es, glaube ich, nicht alleine. Ich bin wirklich richtig unberechenbar gedriftet. Ja, das ist manchmal echt ein Problem. Also, das hatte ich ja am Anfang auch gehabt. Aber jetzt fliegt sich das Zwirkelagecharm. Butterweich quasi? 1A. Ja, fliegt butterweich. Butterweich! So, mal sehr ganz schön. Kurz. Jetzt darf ich nicht verkacken beim Landen. Au! Ich habe gerade mich mit dem Stahlträger erwischt. Ah, das hat so geschmerzt. So, ich lande mal hier auf dieser Plattform hier. Auf der fertigen? Auf der kleinen, ja. Genau. Da kommt dann auch nur ein kleines Tor rein. Weil es ja ein internes Tor sein wird. Später mal. Ups, bin ja schon unten. Mal gehen. Reicht das noch nicht aus? Wollte gerade sagen, das muss doch reichen. Und Endregeln. So. Da gibt es auch keine. Ja, es gibt nur. Nee. Es gibt nur eine Fährregel und Endregel. Es gibt keine Umschalttaste, glaube ich, dafür, oder? Ich will mal was. Toggle? Machen. Doch, müsste eigentlich drin sein. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber. Nee, Toggle ist da. Oh, ich habe 2. Das ist so. Okay. Ja, da liege ich da. Juhu. Sehr schön. Dann kannst du ja wieder an die Docking Station. Ja. Ein bisschen Sprit zapfen. Ich glaube, du warst da ziemlich blank gewesen, oder? Ja, weiß ich gar nicht so viel. Boah, dreht sich fast ein bisschen schnell. Ja, der Mittelweg, Welt, der Mittelweg. Der Mittelweg, ja, der. Ich bin froh, dass es fliegt. Wir könnten ja jetzt eigentlich, das wäre ja auch noch so eine Idee, auf den Erdsensor oben drauf oder an die Seite ran, wenn der so steht, ein Solarpanel ranklatschen. Wir haben ja da oben gerade welche übrig. Warte ja mal, eben, die müssen ja eh weg, weil dann könnten wir die an die Seite von dem Ding einmal links und einmal rechts ranklatschen und dann müssen wir halt bloß den Erdsensor deaktivieren, wenn er steht. Und dann lädt er die Batterie auf und dann hätte der wäre das so quasi der angedocktes Akkupack. Ja, das ist doch mal. Ein Wort, oder? Pass auf, das überlege ich gleich. Hier, mal. Das hier oben wäre ganz gut, wenn das weg wäre. Welches? Das, wo ich hochschaue, hier oben. Ja? Das da. Ach, muss das? Weg. Okay. Ja, okay. Ich dachte, die anderen auch.
Ja, alle, aber der insbesondere. Pass auf, bevor wir jetzt hier loslegen, Will, besorge ich jetzt nochmal eine Ladung Eisen. Ich fliege mal zum nächsten Eisenspot und organisiere da mal was. Oder nee, warte mal kurz. Conveyor? Dann würde ich, ich glaube, da ist aber vielleicht schon sinnvoll, wenn ich denn noch einmal mitkomme, eben, ne? Dass wir zu zweit und dann kann ich vielleicht das Raumschiff hier mal, den Transporter ausprobieren. Gerne. Wir brauchen ja den Erdsensor vielleicht nicht dafür mitzunehmen, weißt du? Oh. Weil Eisen haben wir uns doch bestimmt markiert auf der Karte. Noch. Ja, bestimmt. Also ich glaube nicht, dass wir Eisen jemals irgendwo haben liegen lassen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe noch mal andere. Und zwar, Welt, drück mal G und geh mal auf S-Conveyors runter. Das sind sehr, sehr geile neue Conveyors. Cool. Die schauen so röhrenförmig aus. Das ist dann eher, ja, wenn wir so mal eine Mondbasis oder sowas bauen, sind die da halt echt geil für, ne? Cool, ja, schick. Also die gefallen mir optisch auch sehr gut. Sag mal, die Solarzelle, die kann ich aber irgendwo hier dran klatschen, ne? Das ist, die muss nicht hier. Hauptsache irgendwo dran. Solarzelle. Bau mal hier einen kleinen Frachtcontainer rein, wenn ich den jetzt hier reinpacke. Interne Panzerung, okay. Das soll ich. Was denn? Och. Well. Okay, ich muss hier nochmal kurz legen. Nee, alles in Ordnung. So, pass auf, jetzt, wenn ich den jetzt hier reinbaue, kommen wir da. Da kommen wir doch eigentlich dran. Nein. Herstellung, Gerüst. Oh, du brauchst wieder 100.000 Sachen dafür. Auch relativ viele Energiezellen offen. So, dann gehe ich da mal ran. Dann schalte ich den Erdsensor jetzt mal eben ab. Ohrdetektor aus. Solarzelle ist an. Batterie muss ich auf Laden stellen, ne? Ja, würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen. Oder macht er es nicht von alleine? Ja, wenn du dir auf Laden stellst, dann macht er das von. Dann gibt er automatisch nichts mehr an den Erdsensor ab. Der ist dann automatisch aus. Achso, den habe ich gerade per Hand ausgeschaltet. Insofern kann ich es ja auch so lassen, wie es ist, denke ich mir mal. So an den Cargo-Container wird er wohl keinen Strom abgeben oder an den Konnektor. Nö. Ich denke. Wenn die auf Laden steht, gibt er dann gar nichts mehr ab. Naja, aber gibt ja nichts mehr da drin zum Abgeben. Ja, ja, ja. Oder gibt ihr an die Solarzellen und an den Cargo-Container Strom ab? Wohl kaum, nö. Oder? Ja, wie gesagt, auf Laden schaltet er eher alles aus. Also, jetzt muss ich mal gerade Herstellungskomponente und Motor. Da hätte man nämlich hier einen sehr schönen Verbinder an dieses Teil. Und da können wir nämlich jetzt... Oh, herzallerliebst, Well. Schau dir das an. Ja, was? Jetzt haben wir da endlich ja einen... Cargo-Container, da kannst du jetzt alles reinschmeißen oder aber rausziehen, wie du brauchst, wenn du hier baust. Ja, okay. Ja, super. Das ist ein Wort, oder? Soll ich die anderen Solarzellen oben auch noch abbauen oder später? Nee, lass die ruhig nochmal dran. Solange die nicht im Weg sind, würde ich die jetzt einfach mal dran lassen. Das sind ein paar Watt, die wir da generieren. Okay, ich gucke mal, was meine Batterie hier macht. Von meinem Schiff. Aufgeladen in 2 Sekunden, alles klar. Ja, dann, also ich dann bin, ist er voll. Der ist voll. Der kann los, okay. Okay, ich lade noch schnell hier manuell aus. Und dann bin ich eigentlich auch ready for Takeoff. Aber das dauert noch ein bisschen. Oha, ich hab... Ob ich uns noch mal eine Hydrogenflasche eben produziere vielleicht? Jedem eine irgendwie? To go zum quasi? Ja, warum nicht? Guck gerade, wo finde ich den? Kleine Blöcke, die brauchen wir Silber dafür, ne? Haben wir doch. Haben wir ja. Aber wo finde ich die denn? Warte mal, unter Werkzeuge, ne? Nee. Doch. Sauerstoffflasche, Hydrogenbeutel. 1, 2. Genau. Für jeden einmal zum Randschnitzeln. So, der muss ja hier irgendwo drin liegen dann auch. Müsste er doch jetzt eigentlich mal herstellen, oder? Ja, es kann sein. Fehlende Gegenstände. Moment, ich habe jetzt den. Übrigens, danke für den Tipp, dass man das über das Produktionsfeld. Ich habe unsere Montageanlage. Die erste habe ich nicht im Kooperationsmodus und die anderen habe ich alle im Kooperationsmodus. Das müsste eigentlich funktionieren, wobei es könnte sein, dass die dann auch in Reihe geschaltet, also hintereinander hängen müssen. Das tut die erste ja nicht, warte mal eben. Momentan wird hier nichts mehr produziert.
Nix, weil wahrscheinlich Eisen fehlt, oder? Könnte sein. Machen wir ein bisschen, ich schlichte gerade mal ein bisschen um, weil da so Sachen dabei sind, die halt echt lang brauchen. Uran haben wir auch irgendwo noch, glaube ich. Haben wir keine Eisenbarren mehr? Das kann doch nicht sein, oder? Nee, ist ziemlich durch. Wobei es liegen ja auch, Platten liegen über, also Stahlplatten und so weiter liegen noch relativ viele rum. Uran setze ich mal nach hinten, das brauchen wir jetzt gerade nicht so dringend. Da unten liegen vier. Ja, die ziehen sich ja automatisch eigentlich. Also ich glaube, uns fehlt es halt einfach, weil. Ich nehme mal ganz kurz den Tech-2-Bohrer und lege den 1er wieder weg. Die müssten wir mal alle zusammen demontieren. Ne, wir haben überall ein bisschen Eisen drin. Ach, eine Hydrogenflasche hat jetzt hergestellt. Die zweite ist auch. Ja? Moment, hast du die abgebrochen oder so? Nee. Wo ist sie denn hin? Mal gucken eben. Hydrogenbottle. Eine ist da. Ah, wo ist die zweite? Wurde vielleicht gerade gebaut? Ne? Aber die war doch irgendwo ganz relativ weit oben. Da ist eine drin. Fehlende Gegenstände. Eisenbahn. Ja, 26 erforderlich, 0 verfügbar aktuell im Netz. Nee, da ist nichts. Wir könnten Folgendes machen, ich habe eine Idee. Jetzt müsste es gehen. Ja, jetzt baut er die an. Ich habe ein paar Stahlrohre zerlegt. Aber dann kannst du die rausnehmen. Jo. Wie fülle ich die denn jetzt auf, die Hydrogenbottle? Die musst du, glaube ich, in den... also erstmal in dein Inventar legen und dann in Lagersysteme gehen und dann musst du sie, glaube ich... Nee, Quatsch, nicht in Lagersysteme. Wo siehst du denn Lagersysteme? Oben, da kannst du so durchschalten. Doch, ja, Lagersysteme müssen die rein. Und zwar, pass auf, dann musst du sie, glaube ich, in den... Also ich sehe nur Kontrollfit, Produktion, Info, Funktion, Nachrichten, GPS. Lagersysteme sehe ich da leider nicht. Ja, unter GPS, darunter sind so Symbole. So ein Zahnrad, so ein Blitz zum Beispiel. Wenn ich auf GPS klicke, nee. Das sind keine Symbole. Wenn ich auf GPS klicke, kriege ich ja sicher nur unsere GPS-Sachen. Nee, unterhalb von GPS. Wenn du oben ach, da, bei Inventar, ja. Ne? Und dann suchst du den Hydrogentank aus. Ah, okay. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hydrogentank, lieber Val. Den sehe ich gar nicht. Der müsste doch auch abgeben. Automatisch auffüllen, jo. Macht er? Ich finde den gar nicht. Kontrollstation, Small Cargo Container, Kryokammer, Passenger Seat. Hast du oben nicht leer angemacht oder aus? Nicht leer ist aus. Warte mal kurz. Sorry, ich habe mich da, glaube ich, vertan. Systeminventare, das Zahnrad müsste es sein. Oder? War das der? War doch die, oder? Ja. Ja, da ist eine von mir drin, die ist gerade voll. Mhm. Deine ist jetzt auch voll. Genau. Yep. Wieder raus. Alles klar. Okay, dann. Ich habe sie jetzt nochmal kurz aufgefüllt, weil ich hatte auch gerade selber was verbraucht. Dann passt. Okay, wir sind soweit ready, glaube ich. Jo, ich steig da mal ein. Ja. Jetzt gucke ich mal gerade, ich muss nochmal meinen Bohrer auf Tech 2 schnell updaten. Ja, jetzt ist er gelb. Schön. Okay, well, dann fliege du nach vorne, ja, und zeige mir den Weg. Weise mir. Was? Oh, falsche Taste. Eisen hier. So, guck gerade, wo müssen wir, keine Ahnung, haben wir denn irgendwo Eisen? Ja, ich habe da, glaube ich, ein relativ... Ich guck mal unter GPS, ob ich mir da... Eisen am Berg. Ach ja, hinten am Berg haben wir Eisen. Auf HUD-Anzeigen, always visible, mache ich mal. Eisen 3 habe ich das genannt, glaube ich. Oder warte mal. Eisen am Berg. Ah, hier, pass auf. In 6 Kilometer oder ist es zu weit? Ja, das geht auch. Auf geht's. Okay, pass auf, da rüber. Hier drüben in die Richtung zum Berg. Ja, ich fliege ein bisschen nach oben, weil dann ist die Entfernung durch die Krümmung, glaube ich, schneller, oder? Meinst du, dass du so abkürzen kannst? Ich weiß es nicht, wir werden sehen.
Steuerst du auch immer mit Alt, dass du dann die Kamera änderst oder machst du das gar nicht so häufig? Doch, das mache ich ab und zu. Wow, der Stromverbrauch ist ja extrem teilweise. Eben war ich schon auf 15 Minuten runter. Du bist aber, ja, wir sind ziemlich zeitgleich, glaube ich. Du steuerst aber auf das andere zu. Warte mal, dann drehe ich mal kurz. Nee, ich Warte. steuere jetzt oft am Berg, ja. Da. Also da, wir hatten da oben hatten wir einen richtig großen Eisenvorkommen, glaube ich. Ja, stimmt da, ich Hier erinnere mich, ne? direkt auf so einem Berg. Unten ist aber auch noch was. Das müsste auch Eisen sein, wahrscheinlich, bin mir nicht Genau. ganz sicher. Das war auch Eisen da unten, habe ich nicht. Ich habe nämlich zwei Signale. Wir Nee, aber können du auch bist unten tatsächlich runter. schneller als ich. Wir können auch unten runter. Natürlich, ich bin auch hier voll aufgemotzt gerade. Aufgemotzt. Ja. Well, ich So. habe im Übrigen die Weltsicht auf 7 Kilometer, glaube ich, runtergestellt. Also nicht wundern, Leute, dass du weniger siehst oder sowas. Es ist tatsächlich weniger. Am Berg kannst du aber schlecht landen jetzt wahrscheinlich hier. Muss so gucken. Ja, da müssen wir halt gucken. Aber das kriegen wir schon, well. Gibt es doch bestimmt irgendwo eine Terrasse, wo man so ein schönes Plätzchen und einen Kaffee kriegt oder so. So, jetzt noch ein bisschen vor. Ich sehe deinen Schatten ankommen. Ja? Ja, du bist ja unerschrocken. Ja, ne, well. Man lebt nur einmal. Aber wir müssen, glaube ich, weiter hoch und rüber. Auf, ich gehe mal dahin. Zwischen diese beiden hier. Ach Ja. nee, es ist Uran. Hier ist Uran, ne? Ja. Ich Ich glaube, sehe das ist das Uran. leider nicht. Das siehst, glaube ich, nur du, weil du den Sensor dabei hast. Aber oh, gut, Hm? Uran. Schlückchen Uran kann man immer mal brauchen, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den kleinen Erdsensor hier nicht ausgebaut habe. Ich weiß es nicht genau. So. So. Okay, well. Dann. P, F. Ja, sitzt doch. Ups. Bohrer. Eisen. 37 Meter unter mir. Es dampft ein bisschen hier bei mir, aber ich glaube, ach, das liegt an den Triebwerken auf der Erde, ne? Ja. Echt? Ob ich die mal eben abschalten sollte, mal eben alle Sind die bei Triebwerke dir? oder so. Das ist aber seltsam. Das dürfte Guck mal, eigentlich nicht siehst du sein. das? Siehst du das? Ah, weil du Den nicht Dampf? richtig gelandet bist, weil du musst ja den Boden hast, keine Kufe von dir steht auf, deswegen laufen die gerade, um dein Schiff stabil zu halten im Gyro quasi. Jetzt P? Jetzt müsste es ausgehen. Ja, jetzt müsste es ausgehen, sobald er ausgeht. Ja, Ah ja, aus. alles klar. Okay. Ja, dann nehmen wir alles klar. Supi, dann bohre ich jetzt in meiner Stelle hier an. Verdammt, wo ist sie denn, die Stelle? Ich komme nicht im Boden rein. Was? Warum? Warum geht das nicht? Ich komme nicht im Boden rein. Ich bohre jetzt einfach hier mal schräg runter irgendwo. Ich habe offen gestanden jetzt gerade gar keine Anzeige mehr. Das wird schon passen. Komm. Ja. Sie kann. Kommst du in den Boden rein? Kannst du in den Boden bohren? Nee. Geht auch nicht, ne? Nee. Was ist denn jetzt los? Warum? Wir haben natürlich jetzt auch keinen anderen Bohrer dabei, ne? Und nicht, dass der kaputt ist. Wie, die kaputt? Der ist doch nagelneu. Schweißgerät geht doch auch. Versuchst du jetzt zu schweißen? Wollte gerade Willst du mal mir was eine Tränen? probieren. Ist der Berg kaputt oder Ich liegt glaube, es jetzt am Spiel irgendwo so? ich ziehe mir Hast, mal den kannst du da Bohrer irgendwas neu rein. einstellen, irgendwie so, dass du auf der Map eingestellt hast? Nee, das ist. Ich glaube, das kann fast nicht sein, ne? Ich weiß nicht, ich find's komisch. Auch mit Hydrogen komme ich nicht rein, also. Das ist seltsam, meine Lieben. So. Ich flieg mal eben kurz nach unten auf die gerade Fläche da unten und guck da mal eben nach, ob wir da irgendwas machen können. Gute Idee, ich komme mit. Ich weiß aber nicht, ob das Eisen ist da unten. Ja gut, das war, also ich habe es mir als Eisen da unten markiert. Also irgendwas Ja? Eisiges muss da drin sein. Ja, hier ist Eisen. Stimmt, es steht Eisen drüber. Aber Erdsensor habe ich hier, glaube ich, gerade gar nicht dran. Ich glaube aber nicht, dass es am Berg liegt. Ich glaube, dass wir da vielleicht irgendwie gerade irgendein anderes Problem haben, Ja was wir gut, aber noch gar das nicht finden wir, kennen. das glaube ich, finden wir raus, weil.
Komme ich nicht rein. Echt? Ich weiß nicht warum. Aber es gibt ja auch keinen logischen Grund dafür, glaube ich. Mal ganz kurz gucken. Weder mit der linken noch mit der rechten Maus das und ich bin in der Hocke. Oh, hier sind ein Haufen Blöcke. Das ist ja komisch. Verstehe ich nicht. Na schon, ne? Etwas merkwürdig, oder? Ja, vor allem, es geht halt wirklich nur bohren, nicht, ne? Willst du mal gucken in den Spieleinstellungen, ob da irgendwas ist? Also wir sind jetzt bei 25 Minuten. Ich glaube, das wäre die perfekte Möglichkeit, um jetzt einfach mal kurz zu safen, oder? Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Es kann ja nichts passieren. Wir stehen ja hier trotzdem, wenn wir mal wieder einloggen. Genau, wir kriegen das in den Griff und wir sehen uns nächste Folge wieder. Genau, bis dahin. Okay, mach's gut. Tschüss.